Gehen, weil sie dann ihre Prämien erhöhen. Das sind dann eher die Rest, dass ich rede, dass ich da nicht so. Doch, also München macht das. Naja. Die stecken dann vielleicht hinter dem IPCC. Nee, aber sag mal, dem Stefan Rafster wird eine enge Verbindung zur Münchner Rückversicherung. Ja. Ob stimmt, weiß ich nicht. Glaube ich auch schade. Jetzt sind wir wieder IPCC. Völlig neutral. Und zwar in Ostaustralien, Pazifik, Vereinigte Staaten und dann China, auch Pazifik. Und zwar die gefährlichen Wirbelstürme, die an Land gehen, die dann die großen Schäden verursachen. Ja. Ist also absolut kein Trend erkennbar. Wenn man will, sogar vielleicht ein kleiner negativer, aber auch nicht signifikant. Also da ist einfach nichts. So, dann Niederschläge. Sollen in Deutschland da laut Klimamodellen da stark zunehmen? Mit Überschwemmungen und was, das alles im Vergleich zur Vergangenheit. Also seit 1881 kein Trend erkennbar. Also das ist die feinen bunten Linien, das sind so die einzelnen Klimamodelle des Deutschen Wetterdienstes, die betreibt natürlich auch welche. Aber die dicke blaue Linie zeigt null und dann haben wir hier wieder, das ist glaube ich auch wieder Sommer und Winter, glaube ich. Ja. Sommer, Winter, Sommer, keine Änderung, Winter kann man sagen, ihr könnt es etwas zugenommen haben, aber auch nicht signifikant. Also, ich sehe hier noch keine Gefahr, eine Stauermauer, um mein Grundstück zu bauen. Zwei Probleme. Es gibt eine Möglichkeit an der Mosel, ich hatte mal ein Haus dort, und zwar haben die ganzen Winzer Kanäle geschaffen, damit das Wasser, wenn es regnet, nicht im Weinberg versickert, sondern schön abläuft in die Mosel. Und deshalb ist jetzt die Moselregion ja immer hochwassergefährdet gewesen. Genau. Drei bis fünf Jahre. Aber das ist nicht aufgrund des Klimas zu tun, sondern auf die Dummheit der Winzer und der Behörden. Nicht? Das ist ein Thema meiner Schlussfolgerung. Also, Zunahme von Extremwetter, Starkregen, Überschwemmung, Gewitterhagel, Dürren in Deutschland, nichts zu merken, keine signifikanten Änderungen. Gut, jetzt kann man natürlich auch global gucken und da sind natürlich die Dürren sehr in den Fokus geraten. Und wird also immer berichtet über die entsetzlichen Dürren in Kalifornien und so weiter. Das ist menschliche Dummheit. Dürre, also niederschlagsarme Zeiten, gab es in Kalifornien immer schon, das ist geschichtlich belegt und auch kann man auch anhand der Fossilien belegen, bloß dass diese nicht so schlimm auswirken, das liegt am Menschen, weil er so mit dem Grundwasser umgegangen ist. Der hat sein Grundwasser so geplündert, dass jetzt, wo es wirklich mal nötig wäre, hat er nichts mehr. Die Las Vegas, nicht? Ja, genau. Da haben sie ihre Swimmingpools gefüllt und ihren Rasen dann den ganzen Tag gewässert und dann plötzlich war nichts mehr da, wie sie es gebraucht haben. Hat der Staat Kalifornien inzwischen reagiert, war ein echtes Umerziehungsprogramm. Aber es hat gewirkt und jetzt haben sie wieder Grundwasser und Regen, sind aber trotzdem noch Spaß. Also es wirkt schon. Das waren die Dürren. So, das ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Die meisten Probleme sind Naturereignisse. Das heißt Naturereignisse, wo man also keinen Einfluss drauf hat. Und oder von Menschen selbst verursacht. Wie zum Beispiel die Kanäle da an der Mosel oder bei Überschwemmungen, wenn man die Flüsse halt eben zu sehr in gerade das Bett reinschwemmt, dann steigt man übers Ufer. Da gibt es keine Ausweichmöglichkeiten mehr. So. Und alles, was jetzt so in den Zeitungen steht, das ist eine bequeme Aus. Weil das sind nicht wir schuld, das ist das Klima. Das sind ja die anderen, die das Klima versauen. Und so richtig schön. Okay, das ist. Also sagen wir, glaube ich, damit habe ich auch die These 7 ziemlich erledigt. Und das ist wirklich ein schönes Wort vom Professor Miller, das ist der stellvertretende Direktor am weltberühmten Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Die betreiben Polar- und Meeresforschung, die haben diese Polarsterne, die dann ihre tollen Fahrten macht und so weiter. Der weiß das. Und der sagt, Klima lässt sich nicht schützen. Kann ich voll unterschreiben. Und auf einer Wunschtemperatur stabilisieren. Also schon gar nicht. Es hat sich auch ohne Einwirkung des Menschen oft drastisch verändert. Haben wir gesehen. Das Klima kann nicht kollabieren. Das geht nicht. Der Mensch kann kollabieren. Ja. Das
Klimarich. Natur kennt keine Katastrophen. Ja, die Natur macht, was sie für richtig hält. Ja. Für Menschen sind das vielleicht Katastrophen. Das heißt, was wir Menschen als Naturkatastrophen bezeichnen, sind in Wahrheit Kulturkatastrophen, weil unser Schutz vor den äußeren Unbilden versagt. Bravo. Hans, das wäre doch mal ein Thema für eine Serie im philosophischen Salon. Ja, das ist der Aufstand hier in der Natur. Ein kleines Ding habe ich noch, das ist hochaktuell. Darf ich Ihnen nicht vorenthalten. Ich weiß nämlich jetzt, warum der Donald Trump das Klimaabkommen von Paris gekündigt hat. Aha. Ja, wissen Sie es auch? Nee. Das ist so ein Witzbold in den USA, hat das rausgefunden. Und zwar, er ist aber sehr für die globale Erwärmung, weil dann endlich die Feierstaffel nach unten sind. Ich verteile jetzt, beziehungsweise ihr könnt euch jetzt hier für solche Handouts nehmen. Und ich habe allerdings nur 20 Stück, das heißt also die Singles müssen irgendwie mit wem teilen, habe ich so das Gefühl. Und dann treffen wir uns in 10 Minuten wieder. Das heißt also 10 Minuten Pause nochmal und dann gibt es nochmal Frage-Antwort-Spiel. Okay? Ja. Wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn Leute sich dazu entschließen, bei uns in den Verein einzutreten. Wir sind ein sehr kleiner Verein. Wir haben natürliche Probleme, das hier alles zu finanzieren. Das ist nicht so einfach und jeder Mitgliedsbeitrag hilft uns natürlich. Und um auch solch eine Institution aufrechtzuerhalten, ist das sicherlich, ja, wir haben Anträge dabei, also das ist kein Problem. Also wir werden sie dann entsprechend versorgen, wenn da Interesse besteht. Wir haben keine Hemmungen. Nein, dann nicht die Hemmungen. Gut, jetzt haben wir ja nochmal die Handouts verteilt. Jetzt besteht die Möglichkeit, nochmal den Referenten mit Fragen zu bombardieren. Und ja, bin gespannt. Ich übergebe dir das Wort wieder. Okay. Ja. Ich bin mal hier. Wir werden noch nicht auf Drift. Also Hans. Ja, das ist nein. Ich habe eine Frage gestellt. Das ist ja so süß. Was Sie kommentieren werden. Ja, das ist ja gut. Das war ein Klimamodell entworfen jetzt. Wie sehen Sie das überhaupt an? Ein Klimamodell ist nicht über Areale, sondern einfach mal der Typ, ein Klimamodell, so wie ein Typ gibt für ein Drei-Körper-System zum Beispiel. Ja? Also, was für Parameter stecken da drin? Oder wie gehen die Leute vor? Also, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ja, das scheint auch nicht so ganz einfach zu sein. Und ich kann sagen, mehr Körpermodell im planetarischen Sinne ist weitaus einfacher erfassbar als das von dem. Aber wie man es macht. Also ein bisschen bin ich ja mit Klima insofern in Berührung gekommen, das war noch zu Bartelle-Zeiten. Ja. Da hat man Fernanalyse, Fernerkundungsmethoden entworfen, womit man zum Beispiel CO2 in der Atmosphäre messen kann mit Laser. Messen ist klar. Und da haben wir damals dann auch mit dem Klimatologen gesprochen, ich war mit dem Hartmut Krassel. Der hat sich mit Klimamodellen beschäftigt. Ja. Und der sagt, das Problem ist einfach, erstmal die Erde ist sehr groß und global für die Erde geht es nicht. Also muss man kleine Zellen machen. Ja. Und dadurch wächst natürlich der Rechenaufwand exponentiell in der Höhe. Und damals gab es noch keine Supercomputer. Der funktionale Zusammenhang zwischen den einzelnen Parametern ist nicht bekannt. Nein. Wenn er bekannt ist, dann sind es nicht lineare Differentialgleichungen, die nicht gelöst werden können, geschlossen. Aber auch wenn ich sie lösen kann, muss ich mal aufstehen. Das machen die. Ich wusste, wie sieht denn so eine Differentialgleichung aus? Was denkt man da für wichtige Parameter und welche muss ich darf ich vernachlässigen? Ja, das müssten wir auch gerne wissen. Passt das nicht so Chaos, wenn ich das radikal schlichter Fakt ist, es sind bei weitem nicht alle Einflussfaktoren bekannt, geschweige denn ihre Wechselwirkung. Ja. Also ist die Fähigkeit eines Klimamodells von vornherein eingeschränkt. Die Modelle sind sicherlich
ein sehr nützliches Hilfsmittel und werden auch vielfach benutzt, um den Einfluss einzelner Faktoren zu simulieren. Ja. Zu sehen, wie wirkt sich das aus, wie kritisch ist das oder ist das bloß ganz wenig oder sowas. Aber damit sowas Komplexes wie ein Klimavorhersagen zu wollen, halte ich für ausgeschlossen. Ja, ich auch. Ich sortiere das ein bisschen. Also hier war, glaube ich, die erste Woche, dann war die zweite und dann die dritte. Gut. Sie sagten vorhin, die Klimaaufzeichnungen beginnen vor 150, 200, 300 Jahren. Weil ich denke, die Seefahrt hat ja auch eifrig mitgezeichnet. Ja. Aber es spielen ja auch andere Betrachtungen ja auch heutzutage, denke ich, mit in die Klimavergangenheit. Wie ist Ihnen bekannt, wie sich beispielsweise Archäologie, weil Funde lassen ja auch Rückschlüsse auf gewisse Klimagegebenheiten, oder die Bohrkerne des Alfred-Wegener-Instituts, die Glaziologen, Rückschlüsse auf das Klima der Vergangenheit ziehen? Inwieweit spielt das heutzutage mit in die Betrachtungsweise? Hat eine sehr großen Einfluss. Und das ist halt eben noch nicht so sehr lange. Diese Eisbohrkerne, die eigentlich zurzeit die zuverlässigsten Archive des Klimas sind, und zwar sowohl von der Antarktis, das ist Vostok, und noch ein Eisbohrkern und dann aus Grönland, die sind durch nichts zu ersetzen. Das ist also, deswegen werden die jetzt auch gespeichert in der Antarktis und aufgehoben für die Nachwelt. Das sind wirklich Daten. Da kann man diskutieren, ob da inzwischen eine gewisse Diffusion stattgefunden hat, ob der CO2-Gehalt richtig angegeben ist, aber das spielt keine Rolle. Aber das sind wirklich Daten, so wie das Klima sich damals entwickelt hat, und dann der einzelnen Schichten, wie der Schnee immer draufgefallen ist, und dann sich verfestigt hat, weiß, dann kann man auch Jahre relativ gut abzählen. Ähnliches sind die Proxys dann aus Baumstämmen, jüngerer Vergangenheit. Die Isotopenanalysen aus Meeressedimenten, insbesondere aus den Kalkschalen von den Muscheln und Meeresviechern, die dann auch nicht nur das Alter zu erlauben, zu ermitteln erlauben, sondern woraus man auch wieder Temperaturrückschlüsse ziehen kann. Also darauf stützt sich mehr und mehr die Klimatologie, und zwar die Paläoklimatologie. Und es ist ein großes Spannungsfeld zwischen den Klimatologen, die mit ihren Modellrechnungen arbeiten, den Paläoklimatologen, das unter einen Hut zu bringen, das zur Deckung zu bringen, das ist die Schwierigkeit. Und das können die Modelle eben noch nicht. Die können noch nicht noch die Vergangenheit nachvollziehen. Ob sie das jemals können werden, ich weiß es nicht. Ich habe eine Frage. Inwieweit wird denn eigentlich die Sonne in unserem System, mit einbezogen, weil es gibt ja Sonneneruptionen, es gibt Sonnenstürme, Sonnenwinde und so weiter. Und man weiß ja, dass die ja auch durch das ganze Universum getragen werden. Hat man da, wird das Klima oder wird es außen vor gelassen, dass man sagt, man beschäftigt sich halt nur mit den Gegebenheiten, die hier messbar sind? Also bis etwa 2010 galt die Sonne eigentlich als sehr stabil. Gab es die Sonnenflecken, die Zyklen, die hat man mit berücksichtigt, aber sonst war das ein stabiler Strahler. Das hat sich seitdem doch etwas geändert, weil man auch durch Satellitenbeobachtungen viel mehr herausgekriegt hat, was die Sonne eigentlich so alles anstellen kann. Und das geht nicht nur die Strahlung selber vom tiefen UV oder vom Röntgenbereich, sondern das geht auch zum Beispiel das Magnetfeld der Sonne, das Wechselwirkung mit kosmischer Materie, kosmischer Strahlung. Das sind halt wirklich ganz komplexe Dinge, die ganz neu sind, die zurzeit mit untersucht werden. Und das, glaube ich, wird einen durchaus Einfluss haben auf die nächsten Prognosen des IPCC. Da gibt es jetzt zum Beispiel eine Studie in der Schweiz, ziemlich groß und ziemlich teuer, ist noch nicht fertig. Also die ersten Ergebnisse zeigen an, dass so in den nächsten vielleicht 30 oder 50 Jahren allein durch Sonneneinfluss die mittlere Temperatur um 0,6 Grad sinken wird. Passt manche Leute überhaupt nicht. Wieso? Was passiert mit der Sonne? Ich weiß es, wie gesagt, die Studie ist noch nicht raus.
das waren nur so erste so Ankündigungen. Erstmal haben sie neue Zyklen entdeckt, wo die Sonne, sagen wir mal, quasi pulsiert langfristig. Mhm. Und dann haben sie auch neue Wechselwirkungen mit einbezogen. Sagen sie jetzt noch nicht, daraus werden jetzt viele Veröffentlichungen gemacht. Ne? Die muss der IPCC dann wieder zusammensammeln und auswerten. Mhm. Aber so als Summary haben sie angekündigt, also das wird 0,6 Grad sein. Ist das Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ist das vorstellbar, dass solche Zyklen rückwirkend feststellbar sind in den Daten? Ja. Ich glaube, das ist sogar mit ein wesentlicher Punkt bei der ganzen Studie. Nee, ich werde jetzt vielleicht, das, wenn jetzt Zwischenrufe, also vielleicht das mal sehen. Ja, Wolfgang, ich verallgemeinere jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber es gab um 1970 den Club of Rome. Ja. Und damals gab es ein Weltmodell, eines der Bücher war die Grenzen des Wachstums in mehrere Auflagen entstanden. Das hat mich damals als junger Mensch von der Hochschule kommend sehr beeindruckt. Und da spielt Bevölkerungswachstum, Rohstoffe und sowas alles eine Rolle. Die Modelle haben sich als falsch erwiesen, Gott sei Dank in vielen Fällen. Also die voraussetzenden Annahmen waren falsch. Die Modelle haben sich gerechnet, aber die Annahmen waren falsch. Kennst du die weitere Entwicklung, oder wenn wir heute nicht mal das Klima ein bisschen besser in den Griff bekommen, das haben wir ja gerade gelernt, ist da etwas weitergeführt worden, dieses Weltmodell, oder gibt es da heute Ähnliches, oder ist das völlig eingeschlafen? Ist ziemlich eingeschlafen, das hat sich ja damals im Wesentlichen auf die Rohstoffe bezogen. Ja, und Bevölkerungswachstum war eigentlich der kritische Faktor. Bevölkerungswachstum und was brauchen wir dafür für Rohstoffe und wann gehen die zu Ende? Ja. Und wie wird sich das wieder zurückwirken auf Bevölkerungswachstum? Dann hätten wir jetzt schon kein Erdöl mehr. Ne? Ja, schon lange nicht mehr. Wir hätten noch nicht mal mehr Kohle. Gut, dann war Detlef. War das schon? Nein, du hast eingeschlafen. Okay, also. Es gibt ein paar, die in die Richtung noch weiter arbeiten, aber das hat sich inzwischen auch so irrational herausgestellt. Sag mal, die Erdölvorräte, die wachsen immer noch mehr als verbraucht wird. Die bekannt sind. Nicht billig. Das ist wurscht, da gibt es eine technologische Entwicklung, die das auch wieder machen. Die technologische Entwicklung wird, die ist eben auch nicht vorhersehbar, aber sie hat einen wesentlichen Einfluss. Und also die Kohlevorräte, die reichen ungefähr noch, sogar die abbauwürdigen, die reichen noch 1000 bis 2000 Jahre. Ja, gucken wir mal. Das hängt vom Autor ab. Okay. Ja. Also wenn das Wetter vom Klima gemacht wird, beziehungsweise das Klima die Summe der Wetter ist, ja. Also von welcher Seite man jetzt auch rangeht. Ich gehe mal von einem Wetterereignis aus, nämlich Gewitter, sprich Blitze, elektrische Ladungen entstehen durch Reibung und dergleichen und sind ja irgendwo auch vom Magnetfeld gesteuert. Kann man das Kippen des Magnetfeldes, das ja schon mehrfach auch in Fossilien nachgewiesen worden ist, kann man den Einfluss dieses Magnetfeldes auf das Klima irgendwo fast. Gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Nee, also sagen wir mal, mit den Blitzen, ob man aus den Blitzen aufs Magnetfeld und daraus dann aufs Klima Rückschlüsse ziehen kann, würde ich zunächst mal bezweifeln, weil die Blitze, sagen wir mal, lokal so eng begrenzt sind und von den lokalen Gegebenheiten so stark beeinflusst werden. Das Magnetfeld spielt beim Blitzen keine so große Rolle. Das kippt auch nicht so richtig langsam, auch das Kippen ist sehr langsam, aber das Umdrehen. Magnetfeld ändert sich auch laufend, ja. Aber sagen wir, auf die Blitze wahrscheinlich kein merkbarer Einfluss. Also kann man auch nicht umgekehrt schließen. Magnetfeld hat sicherlich einen, kein Mensch weiß, wie großen Einfluss aufs Klima. Das Magnetfeld der Erde. Das Magnetfeld der Erde. Das ist unabhängig von den einzelnen Blitzen, ne? Genau. Ja, weil na gut, die Blitze werden ein Indikator fürs Magnetfeld nach seiner. Ja, weil im Grunde ist ja jetzt mittlerweile, es war mal eine Spinnerei von irgendwelchen Jetpiloten, wurde so dargestellt, die sogenannten Strikes, also die Blitze, die nach oben gehen und nicht runter zur Erde kommen. Die gab es immer schon, die sind viel häufiger als. Ja, eben, ja, aber man hat sie erst einmal lange Zeit ignoriert oder konnte sie gar nicht sehen. Und das hat ja etwas damit zu tun, ich meine, so ein Blitz als elektrische Ladung oder Entladung muss ja irgendein Ziel haben.
Das heißt, es ist ja, einmal, ja. Ne? Und das nach oben, also die Ionosphäre, die von hier aus, vom Flugzeug. Nee, die Ionosphäre gehen die nicht. Ne? Da spielt sich alles in der Troposphäre ab. Und das Ziel ist halt eine Wolke drüber und die Wassertröpfchen da drin. Und letztlich das elektrische Feld, die treibende Kraft für die Blitze. Und wenn eben dieses Spannungspotenzial zu hoch wird, gibt es eine elektrische Entladung. Und zwar zum nächsten erreichbaren Pol, dort wo es Maximum auftritt. Und ob das jetzt Ihr Blitzableiter am Haus ist, oder die Wolke oben drüber, oder der Teich da irgendwo, ist dem Blitz eigentlich völlig schnuppe. Der sucht sich den kürzesten Weg, wo das Potenzial sich dann am schnellsten ausgleichen kann. Das kann nicht sein, der kürzeste Weg wäre eine Gerade. Blitze gehen immer. Nicht geometrisch, sondern feldlinienmäßig. Eben, also doch mit dem Magnetfeld zu tun. Stopp. Elektrische. Wir haben hier eine weitere Wortmeldung gehabt. Roland wäre dran. Ja, und zwar hatten Sie ja in Ihrem Vortrag dargestellt, dass von einer Abkühlung der Erde in den 70er Jahren die Rede war. Jetzt haben wir die Erwärmung der Erde. Im Ende der 80er waren die FCKW die großen Klimagase, die Klimaschädiger, unter anderem Fluorkarbon und Wasserstoffe. Und jetzt ist es CO2. Wissen Sie, wie die, ich sag mal, Protagonisten diese Wechsel von heiß nach kalt und mal ist es dieser Stoff, mal ist es dieser Stoff erklären? Weil irgendwas sollte man sich ja schon dabei denken, wenn ich eine Behauptung in den Raum stelle. Wenn man es nur oft genug wiederholt, dann ist das gut. Genau. Hattest du nicht vorhin schon mal gesagt, wer die Lüge nur so oft wiederholen, damit es so war. Ja, aber FCKW ist insofern schon interessant. Die Diskussion damals war ja im Wesentlichen wegen der Ozonschicht und der Zerstörung der Ozonschicht, wodurch dann kurzwelliges UV von der Sonne bis auf den Erdboden gelangt und dann zu Hautkrebs führt. Und auch der Bereich der Reflexion, wir hatten ja Ozon als reflektierendes Gas. Gut, und dann gibt es das troposphärische, das bodennahe Ozon, das ist und sehr stark um die Schicht, die oben war. Und die Schicht oben, die absorbiert auch. Also Ozon ist auch ein Treibhausgas, und zwar ein sehr starkes. Aber es wirkt eben auch als UV-Blocker. Genau. Und die Entstehungen sind völlig unterschiedlich. Das Ozon in der Stratosphäre entsteht durch kurzwellige Sonnenstrahlung, Dissoziation von Sauerstoff, und dann gibt es halt diese O3-Moleküle. Und in der erdnahen Schicht ist es Wechselwirkung mit Stickoxiden und salatochemischen Verbindungen. Und damit entsteht das Ozon, was ein sehr starkes Oxidationsmittel ist. Also ich glaube, die FCKWs damals, die hatten nichts zu tun mit der Furcht vor einer Abkühlung der Erde. Nein. Es ging um die mögliche Erwärmung. Das heißt, durch das Riesenloch war einmal die Strahlung da, die zu Hautveränderungen führt. Und als zweites halt durch die Riesenfläche, wo die Reflexion nicht mehr so stark war. Das ist die Theorie war damals sehr schwach. Man könnte ja jetzt sagen, das fehlende FCKW hat das ja jetzt gemindert, das Ozonloch. Das heißt, eigentlich war es ja wieder ein positiver Effekt, dass man das FCKW eingeschränkt hat. FCKW ist eingeschränkt, dadurch schließt sich jetzt das Ozonloch wieder. Genau, also alles eigentlich richtig gelaufen, so wie man es prognostiziert hat, theoretisch. Nur auf der anderen Seite hat man ja auch gesagt, dass ein FCKW-Molekül sehr lange braucht, bis es oben ist, oben wirkt und dann wieder abgebaut wird. Das zerfällt ja oben auch wieder. Ja, aber das dauert. Das waren auch Kreisläufe von 20, 25 Jahren. Und deswegen wundert es mich, dass man auf einmal umgeschwenkt ist zum... Also FCKWs gehören auch laut IPCC immer noch zur Klasse der Treibhausgase. Und zwar sind das die fluorierten Kohlenwasserstoffe, was alles dazu gehört. Sind momentan noch nicht so sehr stark beteiligt am Treibhauseffekt. Wenn in der Produktion da jetzt nicht ein großer Schwenk passiert, wird das auch so bleiben oder die werden eher noch wieder zurückgehen. Aber sie sind ein Treibhausgas und Bestandteil der Erderwärmung. Aber es war bisher keine Erklärung, warum bei den handelnden Personen heute mal so argumentiert wurde, morgen mal so argumentiert wurde. Wir haben es ja gesagt, das ist Politik. Du musst ja auch immer mal eine neue Sau durchs Dorf treiben. So ist es. Deswegen sag mal, was ich anfangs gezeigt hatte, die
die Weltkugel dann mit der Abkühlungszone, wo durch den Golfstrom in Gefahr ist. Also für mich bauen dann die Klimaalarmisten schon wieder ein neues Panikgespenst auf, falls das mit der globalen Erwärmung nicht mehr so richtig hinhaut. Da brauchen wir natürlich was Neues. Okay, war ich bösartig. Ich hätte auch noch mal eine Frage. Und zwar, ich habe irgendwo mal gelesen, dass wir mittendrin in einem Prozess sind, dass sich die Pole umdrehen. Stimmt das? Gibt es sowas? Und dass das, dass das vielleicht noch eine Auswirkung haben könnte? Sehr langsam. Ja, hat sie in der. Aber er ist nicht zum ersten Mal. Ja, schon öfters passiert, ja. Warte mal, ja. Wie sich das, ob sich das aufs Thema halt nicht verändert. Das sind laufend. 30.000 Jahre alt. Aber wir sind wieder mittendrin in diesem Prozess. Also zumindest. Ja, aber ich glaube, es kann 100 Jahre dauern. Also wir erleben es nicht. Ja, ja. Es war mehr, es ist umdrehen. Das heißt, das ist das Papierpol. Das hat schon nicht, aber nicht so. Was kennt das? Aber das hat mit Sicherheit einen Einfluss. Das hat einen Wert auf die Lachse. Die Lachse? Ja, zum Beispiel. Ja. Das hatte eine Falle und so geschickt genutzt. Grund, ja. Ja, das ist auch ziemlich klein. Nee, das ist wirklich so. Ja, okay. Wie Elefanten. Also für jeden der Elefanten. Das ist gesteuert von. Sagen wir schon. Das ist ein Fall. Natürlich. Ja. Nein, nicht gerade so. Aber jedenfalls, das wissen wir nicht, warum es so ist. Das sind die Anfangsbedingungen, die wir nicht gesprochen haben. Okay, okay. Ja? Gut. So. Wie sieht's aus? Alles befriedigt. Ja. Dann schließen wir jetzt die Veranstaltung. Im August, da kommt der Herr Draser und der wird über die tröstliche Schönheit des Scheiterns referieren. Das heißt also, dann wird es ein bisschen philosophischer als heute. Heute sind wir mehr auf der wissenschaftlichen Schiene. Und ja, wäre schön, wenn wir Sie dann alle wieder begrüßen dürften. Wir werden wahrscheinlich nicht da sein. Da Sie werden den Urlaub ja wohl ein bisschen verschieben dürfen. Wir sind bis zum 15. im Urlaub.